Ding sucks. Do it live. And then he throws his papers. Hey, ladies and gentlemen, this one's going to be a little different today. But first, my name is Ron. And my name's Paul. And we are the Thunder Rooster YouTube channel. Just Thunder Rooster, right? Right. Yeah. See the sign. Roosters. All right. So we are checking out Eskimo Callboy's little vlog for their new music video coming out. Ooh. And personally, I was kind of asking around to see if we should watch it before the music video or if it's something that we should react to, and got a good handful of people saying that they wanted us to react to it, so we figured why not show some Eskimo Callboy some love. Excuse me. All right, from what I can tell, this picks up right after we got the music video. All right, let's do it. Hey, was ist hier los? Verpisst euch, ihr Lappen! Ich meine, Ernst, sieh zu! I love that music video. Nico, Nico, ihr sechs dicken Hummel nicht! Hier hinkommen! Wie seht ihr überhaupt aus? Ist ja peinlich! Du! Was ist das hier? Gut gelebt? Und du? Was lachst du? Hast du in deinem Leben schon mal irgendwas hochgehoben? Peinlich. Das müssen wir ändern. She's getting raided by the beat. Right? Oh, their heads are gone. Guten Tag. He looks so different with a shirt on. Right. Hi. Hallo. Ey Jungs, ganz ehrlich, jetzt steht in ein paar Wochen die Tour an, ihr seht aus wie Scheiße. Ihr seid Mitte 30, das wird nicht mehr so verstoffwechselt wie vor ein paar Jahren. Ab heute ist zappenduster. Wir ballern hier gleich so durch, es wird euch morgen so kacke gehen, Alter. Heute wird zerrissen. Nein. Kannst du in eine Satzpause. Telling me to do that's not right. A good idea. Direkt Jungs, Abmarsch umziehen, 2 Minuten Zeit. Danach ist Kambula angesagt. Ich spanne meine Kräfte richtig ein. Erst heute das rechte Bein. Und danach kommt das linke Bein. Bitte? Hey, my friends. 6 days in a row being in the gym. Also einen kleinen Zirkel, ich baue euch 6 Stationen auf. Ich erkläre die gleich einmal alle. Ihr habt 30 Sekunden Pause dazwischen und es wird 45 Sekunden trainiert. Die Zeit stoppe ich und es geht halt einmal so durch. Versucht so viele Klimmzüge wie es geht. Ich kann nicht mal einen Klimmzug. Ich glaube auch nicht. Brust raus, Rücken gerade. Ja, ja. Runter. Wie viel wiegt das denn? 60. Dann bist du am Ende wieder zurück, oder was? 60 Kilo. Ready? So. 45 Sekunden Training, 30 Sekunden Pause. 3, 2, 1, auf geht's! Erste Runde! Und los geht's! Es geht! Junge, ey. Ich habe mit 8-jährigen Kindern trainiert, ey. Das lief besser. Drück die Stange. Weil ich muss sagen, was versuchen, mal abhängig davon, was zu machen. Jetzt ist es schön, dass du.
Brust bleibt immer oben und die Schulterblätter immer zurückgezogen. Das heißt, ich gehe bis hierhin nach oben, aber niemals bis hierhin. Ja, also das kleine bisschen ist ein Unterschied. Das trainieren wir den Latt, ne? Trainer! Da merke ich gar nichts. Der hat 10 Kilo runtergenommen gerade. Da merke ich aber gar nichts. 10 Kilo, der hat runter auf. Ja, es ist nicht schlimm. Er hat jetzt 30 wieder drauf gemacht. Patrick? So, ich habe das mal eingestellt jetzt für den Kevin, damit er mal ein bisschen was merkt. Ich helfe dir mit. Okay. Wie kurz beim Rückentraining ist es? Ja. Wenn du meine Bizeps hörst. Guck mal. Klimmzüge dabei. Ja, ja. Wie kommst du jetzt wieder hoch? Oh, ist das schön. Stabil. Aber trainieren. Ich hab was von EMP an hier. Von was? Das ist korrekt. Von EMP hat der Patrick was an. Ja. Die neue Kollektion. Da gibt's doch Eskimo Körper Merch. Also check das aus. Bandit. Bandit. Links. Und rechts. Und links. Und rechts. Und beide. Beide. Und beide. This is exactly what it'd be like if we went to the gym. Yep. War doch mega geil, Alter. Na, und war doch gut. Also, ich finde, wir waren richtig gut. Maus, hau da ab. Also, der untrainierteste Haufen, den ich je gesehen habe. Beschissene Tasche. Tasche. Scheiße. Kommt wieder, wenn ihr eine Gabel selber halten könnt. Eine Schande für Kastrop. Wie soll man denn bei so einer Mucke trainieren? Ach, die Musik, also jetzt, Alter, die war unterirdisch. Sorry, da kriegst du doch keine 10 Kilo hoch. Normalerweise, ich schwör's dir, normalerweise 100 Kilo aufwärts. Ja gut, aber da brauchst du auch einen geilen, treibenden Beat, Alter. Also sorry, was war das denn? Hab ich auch gesagt, da kriegen wir besser hin, also Alter. Dann hast du schon mal auf Selenio trainiert? Nee, aber ich schwöre dir, können ich wir nicht. Besser. Was meinst du? Ja, besser einen Song schreiben. So, einfach schreiben wir einfach einen Song. Da muss einfach ein Beat nach vorne gehen, ja. Weißt du, so. Ja. Geht direkt ab! Boah, das geht direkt weiter! Ja, da hat man direkt Bock. Da hat man Bock. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich schwör das. Machen wir. Seid ihr motiviert? Ja, auf jeden Fall. Alter, ja. lass ins Studio, lass los, sofort, let's go, ab, Song okay, schreiben. Komm, ab, voll komm. Bock, Alter. Oh, there you go, after a hard workout. Yes. Acting like a. That's bringing my brother. Bring my brother. Just gonna F you up now. Pump it. Pump it. Pump it. Okay. So obviously they had some of the song in this vlog, and I'm excited. Pump it up. We are pumped. Jesus Christ. I just want to see the coach yell at them again. Yeah, right. I'm surprised he didn't like pick one of them up over his just throw them around. Eskimo Callboy's pump it vlog number 2. Oh, pump it up. The first one, you got to hear a lot of little clips from the song, and I personally feel like it's going to be a really good song, just hearing what we have. But I like how they're documenting somewhat of a journey into this whole music video. Mm. It comes out Friday. This will definitely be up before Friday, and I will say we are going to do our best to do a same-day reaction. We've never done that before on this channel, so I don't know how, like, the content ID thing is going to play out. So, if it doesn't pop up Friday, we'll have something else up there, but just know it's going to take at least 2 days for it to get cleared so we can play it. But, all right, let's get into this Pump It vlog number 2. Pump it! No,
Leute, uns ist eins bewusst geworden. Wir haben die ganze Zeit keinen Sport gemacht, weil wir weder die richtige Mucke hatten, noch die richtige Kleidung. Wir haben jetzt die richtige Kleidung am Start. Wir haben richtige Mucke geschrieben. So, und jetzt geht's nämlich ab. Wir haben einfach Blut geleckt. Ja. Und zwar das ganze Blut haben wir geleckt. So. Richtig. Wir wollen besser werden. Wir wollen die Besten werden. Und wie wird man zum Besten? Wie? Indem man von den Besten lernt. So, Leute. Ganz richtig. So. There you go. Let's go. So, Mädels, ich bin heute hier, weil ich aus euch richtige Kerle machen möchte. Also, wir gehen jetzt mal richtig Gas und trainieren. Kommt mal mit, eine Reihe wählen und dann laufen wir uns mal ein. Let's go. Let's go. Let's go. Pascal's Guck mal, wie sie anstehen hier! Yes! Taste the blood! Ja, klar. Gute Kombi. Okay, wir machen jetzt Lauf-ABC in die Richtung. Lauf-ABC? Ja, ich mach vor, also Fußgelenksläufe, halbe Höhe. Das sieht so aus. Zack, 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 zack. Das macht ihr jetzt bis... Komm, wir machen entspannt, wir machen bis hier. Okay? Okay, und könnt anfangen. Nico, wir haben Nico, slow down. Ja. Oh, slow down, Alter, you're making us look bad. Jetzt Fersen zum Gesäß. Bei mir sieht es so aus, ich kann es nicht. Aber ihr kriegt das bestimmt besser hin. Ja. Bei mir wird es genauso aussehen. It's mass, Craig. Ja, sehr gut. Oh Gott, ey. Jetzt bin ich blind. Machen wir jetzt ein paar Sprünge. Mhm. Ja, natürlich. Ganz einfach zum Reinkommen. Machen wir erstmal jeder 10 Sprünge, so Froschsprünge nenne ich das. Ja. Ihr stellt euch hin und dann mit beiden Beinen zack und dann direkt weiter. Zack. Mhm. So, ist bei uns ist immer so blöpp, blöpp. In den Boden wie die Hölle mehr. Mann, ich spüre hier noch gar nichts. Oh, Kevin, voll der Streber, ey. Let's just say something real quick. The German language sounds angry. So that's probably a lot of the reason why you hear a lot of people say that Germans don't have a sense of humor. Because your language is a little tense. And ours is just silly, so, you know. Fair trade-off. Was denn? Das ist so, ich bin so wie einer von den Rentnern, die so eine Oberklasse-Limousine fahren mit 400-500 PS, aber dann so mit 30 durch die 50er-Zone. Weißt du, was ich meine? Die wissen, dass sie können, aber die machen es nicht. Allein das Gefühl zu haben, zu können, wenn man will, reicht. Das ist so, wenn man im Leben alles erreicht hat und alles schon mal irgendwo weggebumst hat, so, weißt du, also jetzt nicht in eine Kiste, sondern so, sag ich mal, Challenge-mäßig, so Live-Challenge-mäßig, dann kann man es locker laufen lassen. Ihr habt es gerade einmal kurz gesehen, ich habe gerade einmal kurz Gaspedal ein bisschen angedrückt. Da seht ihr, was in diesem Körper noch steckt. Und jetzt ist wieder Piano. Jetzt bin ich wieder der stille Beobachter in dem ruhigen Gewissen, dass ich eh alle fertig machen würde. Auf die Plätze! Fertig! Los! Kommt hin! Jawohl! Ich bin aber trotzdem schneller! Alte Stabi, wir blanken jetzt! Ja. Ihr wisst ja alle, wie blanken gehen, oder? Ich hab keine Ahnung, was blanken ist. Blanken, pranken. Ich prank dich gleich mal. Ja, sehr. So? Easy, guck dir den Bizeps an. Alter. Gar kein Problem für mich. Sehr gut! Alter, ich kann ja nicht! Was soll ich für Lappen? Komm, 30 Sekunden ab! Was soll ich für Lappen? Durchziehen, durchziehen! 30 Minuten halte ich dann durch, ihr Schreiber! Baumuskeln gehen eigentlich, tut nur unten am Ellenbogen weh, weißt du? Das ist der einzige Grund. Sag mal, ist hier auch noch Platz? Sag mal! Jawohl, das sieht gut aus! So, komm! Okay, Männer, dann lass uns jetzt mal rüber zum Kugelstoßen. Was machen wir? Kugelstoßen! Was ist das? Did you ever do shot put? No. I did. Yeah? Yeah. I did that when I did track in like the before high school. It was during my elementary times, I guess.
Die Männerkugel, Wettkampfkugel, genau, hier, kannst du ja mal. Was hat die so? Die wiegt 7,25 Kilo. Hast du für uns auch eine Fettkampfkugel? Alter! Eine Fettkampfkugel? Musst du einmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob noch davor Daniel, so, ne? Das war ein witziger dann, Witz. Ja, hast du ja nicht gefilmt, ne? War das die Video? Genau. Ja, also. Eine Fettkampfkugel. Das ist geil. Das ist ja meine Sportart, ne? Aber mit dicken Balls kenne ich mich aus. Ich komme nicht mehr so weit, weil ich. Okay, darf ich jetzt nicht sagen, ne? Ich bin ja eigentlich Speerwerfer. Ich habe das bis 2009 gemacht, Kugelstoßen. Mach einen Schritt nach hier hin. Geht runter. Und dann. Bam. So quasi. Aber es zählt eins nach oben. Auf oder so. Genau, du darfst davor. Ja. Das ist kein Fehler, du darfst davor, du darfst aber nicht drauf. Es hat jemand bei den Paralympischen Spielen jetzt jemand eine Medaille aberkannt bekommen, den Versuch quasi ungültig gegeben, weil der Schnürsenkel drauf lag. Oh, wow. Ist ja eigentlich kein Nachteil, aber der Schnürsenkel lag drauf, Regel ist Regel, ungültig. Also Daniel. Okay. Sorry, ich wollte motivieren, aber. Aber, ja, Jawohl! Okay, dann mache ich jetzt einfach mal einen Vor, wie beim Speerwurf. Mhm. Hier ist die Abwurflinie und genau, ich mache einfach mal, ich imitiere mal meinen richtigen Anlauf. Mhm. Aber ich brauche euch dabei, ne? Das ist klar. Also ein bisschen hier. Achso, jawohl! Das ist ja. Bisschen Stimmung hier! Jawohl! Weltmeister! Los! Oh! Alter! Nico! Alter! War knapp? Ich glaube ja! Nico! Ja? Ja, Mann! Jürgen, ich will Bestleistung! Ich will den Rekord! Jürgen, Bestleistung! Nur der Rekord! Okay! Komm, gib alles! Komm jetzt! Jürgen! Jürgen, ich fühle den Speer! Ah, 100 Meter! Aus dem Sektor! Leider ungültig! Egal, ich verfehle es schon mal! Ups. Wow. So Leute, was geht bei euch? Nächste Einheit hinter uns gemacht. Wir sind heiß wie Frittenfett. Wir können es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu kommen. Und wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, bis Pumpet rauskommt. 3.12. Leute, check das Ding aus. Dann ist das Sixpack zurück und wir sind bereit für die Bühne. Seid ihr am Start? Ja. Sehr gut. Ich muss los. Pump it. I'm ready. I'm so ready for this. And you know the video is going to be hilarious. Oh, yes. I think it's going to be amazing. Well, I believe this will be Thursday when you see it. So tomorrow is when it drops. And since I'm sure it drops the day in Germany, so we'll be a little late to the game, but sorry. Be all right. Sorry. We're not from Canada. Hey? I just get so used to it. We're sorry. Sorry. Anyway, thank you again. We appreciate it. We'll catch you tomorrow hopefully tomorrow. If not, just ignore this part because it'll be a couple days. But hopefully tomorrow. All right, we'll see you guys later. Peace.